Was haben Höcke und Precht gemeinsam? Für Woke sind sie beide Faschisten. Zurzeit ist alles irgendwie Woke. Vor allem alles Negative. Selbst die chronische Verspätung der Bahn hat irgendetwas mit diesem Woke zu tun. Dabei ist Woke vor allem ein Kampfbegriff bei Recht. Hey, wir haben Richard David Precht im Chat. Yeah, gut, Bro. Ey, das ist wirklich hart, wie sie mit dir umgehen einfach in letzter Zeit, Alter. Es ist schrecklich. Man muss einfach nur dem Mainstream widersprechen und plötzlich ist man zum Abschluss freigegeben, obwohl man vorher gefeiert wurde. Dichten und Verschwörungstheoretikern. Daher möchte ich mit diesem Video mal einige Leute aus ihrer Naivität holen. Ich meine, da steht der Kampfbegriff Woke. Meint er damit Woke und wehrhaft? Ist das irgendwie so ein Witz? Ist er jetzt unfreiwillig komisch? Also so Kampfbegriff? Ja, weil Woke die ganzen Militärs verwenden? Schauen wir. Wahrscheinlich ist das nicht sein Punkt, aber schauen wir mal. Ihr seid... Vielleicht hat er was dazugelernt. Aber diese 500 Likes, die er hier hat, auf 4000 Aufrufe, zeigt, dass es einfach... obwohl der sagt stark, man merkt, dass du dich immer weiterbildest. Bleib dran. Ich habe keine Ahnung. Diese Leute feiern das. Ich sehe das gerade. Diese Leute feiern das. Most underrated German Channel. Aha, Urs, der Typ, hat auch kommentiert. Schau, schau. Aha, okay. Schau, na gut. Bei Verschwörung und Fakten. Und das geht so. Geile Effekte einfach. Auf das Thema Woke bin ich vor allem gekommen, weil ich zu meinem letzten Video zu Richard David Precht recht viele Kommentare bekommen habe, in denen das Wort Woke vorkam. Hier ein Beispiel. Die Userin schreibt im letzten Satz, mir ist unklar, warum Woke bei den heutigen Problemen und Gefahren anderen Demokraten ans Bein pinkeln. Zitat Ende. Aha, dachte ich mir. Das ist sehr interessant. Ich wusste gar nicht, dass ich in dem Video eine woke Position einnehme. Das ist auch überhaupt gar kein Thema des Videos. Und seit wann dürfen Demokraten nicht andere Demokraten kritisieren? Das ist ja die Grundbedingung für Demokratie. Irritierend an diesen Kommentaren. Ja, kritisieren ist kritisieren. Jemandem Schwurbeln unterstellen ist keine Kritik. Jemanden irgendwie angreifen und sagen, dass der irgendwie lost ist und so, ist nicht wirklich Kritik, es ist Bewertung. Und es ist schon klar, dass es definitiv Leute gibt, die Andersdenkenden ans Bein pissen wollen. Ja? Und ich würde sagen, dieser Kanal versucht auch Leuten ans Bein zu pissen, definitiv. Also da gibt's ja, das ist ja ganz klar. Und war zudem, dass das Wort schon mal völlig beliebig genutzt wurde. Habt ihr den Alles, Song von was der Kebekus gegen Precht gehört? Ah, ich hab's mir jetzt angehört. Ah, ich fand den Song so fucking cringe. Das ist eine super Idee, ich muss ihn zeigen. Warte mal, wo hast du ihn mir geschickt? Schaut euch mal kurz das hier an. Ey. Das ist für mich einfach ein Sinnbild davon, wie der Mainstream versucht, abweichende Meinungen kaputt zu machen. Ja. Ja, du hast bei Lanz getraut, aus der Reihe zu tanzen, jetzt verdienst du Scheidenherpes. Ich wollte nur sagen, das ist der Rap und der Rap ist actually gut. Es ist gut gerappt, es ist ein cooler Song. Der Song hat, wie sagt man so, einen guten Flow, ja, aber man muss ja mal verstehen, um was es hier geht. Worum es hier geht, genau, ist natürlich wieder nur Satire. Und das ist genau der Punkt, um den es geht. Ja. Das ist ein Kampfmittel des Mainstreams gegen abweichende Meinungen. Sie würde nicht so einen Song über eine Marie-Agnes Strack-Zimmermann machen. Sie würde nicht so ein Ding über Melnik oder sucht ja wen aus. Ja. Würden sie nicht machen, sondern sie... sind einfach da und machen alle kaputt, die diesen Leuten widersprechen. Das heißt, die sind eigentlich eine Waffe gegen Andersdenkende. Ja? Anders kann man das nicht nennen. Wo findet, scheint Woke zu sein. Allerdings bin ich diese sinnentleerten Wörter gewohnt. Normalerweise kommt aus der Verschwörungsszene aber so etwas wie NWO, Schlafschaf oder Mainstream. Und zwar genau in dieser zeitlichen Reihenfolge. Ganz früher war ich noch Teil der NWO, der neuen Weltordnung. Jetzt bin ich nur noch Mainstream. Mann, ist das ein Abstieg. Ja, keine Ahnung. Es gibt schon noch Leute, die NWO sagen. Es ist halt ein Unterschied. Ja. Es gibt Leute, NWO, der Vorwurf, du bist NWO, kommt von anderen Leuten als die, die dich, na gut, die würden dich vielleicht auch manchmal Schlafschaf nennen, aber Woke, damit ist was anderes gemeint. NWO klang schon cooler. Aber mit welchen Abwertungsvokabeln man so belegt wird, kann man sich wohl nicht aussuchen.
Aktuell scheint sich dabei auf jeden Fall Vogue durchzusetzen. Es gibt aber noch einen anderen Anlass für das Thema des Videos. In der Skeptikervereinigung GEWOB wird aktuell eine harte Debatte um das Thema geführt. In dem Kontext hat Sinan von Sinans Woche dazu auch bereits Videos gemacht. Aber worum geht es dabei denn eigentlich? Was bedeutet Vogue? Vogue sind Menschen, die sich für Interessen von diskriminierten Minderheiten einsetzen, also wach für deren Probleme und den gesellschaftlichen Umgang damit sind. Ja, aber das ist nicht, was gemeint ist mit Vogue. Sondern was mit Vogue eigentlich gemeint ist, ist irgendwie so dieses Unterdrücken von Andersdenkenden und Anderstickenden. Und mit Vogue ist gemeint, dass man genau dieses Einsetzen für Minderheiten als Vorwand dafür benutzt, um Leute mundtot zu machen. Das ist, was unter Vogue eigentlich verstanden wird. Und nicht das Einsetzen für Minderheiten an sich. Jetzt haben wir aber ein Problem. Meine Kritik an Richard David Precht. Mein Take dazu, sie hassen den Begriff Vogue, weil sie keinen Begriff für ihre Gruppe haben wollen, um schwerer angreifbar zu sein, alter Schuh. Hat offensichtlich nichts mit der Bedeutung dieses Wortes zu tun. Das liegt daran, dass die Bedeutung des Wortes sich im Laufe der Zeit stark verändert hat. Denn das Wort Vogue wird mittlerweile hauptsächlich negativ gebraucht und erfüllt dabei eine klare Funktion. Die Bedeutung eines Wortes ist nämlich umkämpft. Worte können mit anderen Bedeutungen aufgeladen und so Teil politischer Kämpfe werden. Ah ja, genau. Übertriebene Bemühungen um ökologische Neufassung, politisch korrekte Sprache, Cancel Culture im Namen der Meinungsfreiheit oder die Diskriminierung von Minderheiten zum Schutz anderer Minderheiten. Ja, genau. Vogue ist so ein Wort. Um dies besser zu verstehen, gucken wir uns jetzt einmal die AfD an. Hier äußert sich Richard David Precht zum Einfluss Björn Höckes auf das AfD-Parteiprogramm. Da steht aber nichts drin von wegen, Leute aus dem arabischen Kulturkreis sind irgendwie rassisch minderwertig und sollen sich hier nicht mit arischem Blut vermischen oder sowas. Das so steht, so würde das wahrscheinlich klingen, wenn Björn Höcke das Programm geschrieben hat, der es sicher nicht geschrieben hat, vielleicht auch ja, noch nie reingeguckt hat. Diese Sichtweise von Richard David Precht ist in seiner Naivität gefährlich. Rechte wie Höcke wissen ganz genau, wie mächtig Sprache ist und würden eben aus Dummheit kein rassistisches Parteiprogramm verfassen. Wie Björn Höcke auf Sprache blickt, ist nämlich alles andere als uninformiert. Dazu ein Ausschnitt aus einer Rede aus dem Jahr 2018. Das Zweite, was Antonio Gramsci mir mitgegeben hat, ist die Sensibilität für die Notwendigkeit des Kampfs um die Begriffe. Auch das habe ich schon öfter mal artikuliert, aber es ist notwendig, das immer wieder zu tun. Wer die Begriffe prägt, der prägt die Sprache. Wer die Sprache prägt, der prägt das Denken. Wer das Denken prägt, prägt den politischen Diskurs. Und wer den politischen Diskurs prägt, der beherrscht die Politik, egal ob er in der Opposition ist oder in der Regierung. Kampf um die Begriffe. Deswegen ist es wichtig, dass man Sozialismus mit Diktatur gleichgesetzt hat. Deswegen ist es wichtig, dass man Kapitalismus mit Freiheit gleichgesetzt hat und so weiter und so fort. Ja. Deswegen sind wir alle hier sehr hirngewaschen und merken es nicht einmal. Anhand dessen sehen wir, dass die AfD ganz bewusst auf Sprache als Teil des politischen Kampfes setzt. Das ist Strategie und nicht Zufall. Ja. Warum Absolut. Bietet sich dann aber Vogue als rechter Kampfbegriff so gut Absolut. An? Absolut, deswegen nennen sie Liberale auch Linke und so weiter. Ja, deswegen ist bei ihnen alles linkt und Merkel ist linkt und alles linkt. Der Begriff bedeutet eine Grenzziehung zwischen Nicht-Voken und Voken. Er zieht eine rote Linie durch die Bevölkerung. Aber das gilt auch umgekehrt natürlich, was er hier erzählt und das ist das, was mir bei diesem Kanal immer fehlt, ist einfach die Kritik auch an der anderen Seite, weil es ist ja nicht so, als würden die öffentlich-rechtlichen Medien, zum Beispiel ein Böhmermann oder wer auch immer, die progressiven Kapitalisten, die Grünen, als würden sie nicht den gleichen Scheiß abziehen. Ja, als würden sie das nicht machen, als würden sie nicht TERFs als TERDs framen, als, oder der Begriff TERF überhaupt. Als würden sie nicht Leute einfach irgendwo hindrücken, die Querdenker sind oder irgendwas, dass sie dann Schwurbler sind und hin und her. Also da gibt es, da wird sehr viel um den Diskurs gemacht von dieser Seite und das ist absolut nicht gut. Ja, aber das wird von diesem Kanal halt nie kritisiert, sondern es wird immer nur die eine Seite kritisiert. Aber man muss eben beide Seiten kritisieren, wenn man es ernst meint. Und das ist für die Ausbildung einer politischen Identität äußerst wichtig. So schreibt der Princeton-Professor Jan-Werner Müller weil das ist immer dieses, die Gefahr von rechts, aber die Gefahr von progressiven Kapitalisten, also sozusagen aus einer pseudolinken Richtung, das ist ihm dann egal. Ja, das spielt keine Rolle, so was die Grünen aufführen und so, da gibt es keine Widerrede.
Politische Gruppen werden nicht, wie John Stuart Mill einmal sagte, von gemeinsamen Sympathien zusammengeführt, sondern von gemeinsamer Antipathie oder dem, was Politikwissenschaftler als negative Identität bezeichnen. Ja, das sind so, das ist so wie dieser ganze Kirchhoff-Bubble, weil sie mich hassen, so sind sie zusammengekommen. Zitat Ende. Und sie erhalten sich jetzt, indem sie die Nazis hassen. Identität entsteht in Abgrenzung, in Differenz zu anderen. Und dieses Vogue ist hervorragend dazu geeignet, dieses andere zu markieren. Das ist zwar für alle politischen Parteien wichtig, aber für die extreme Rechte insbesondere. Das liegt daran, dass diese mit der Abgrenzung gleichsam ein Volk konstruieren wollen, das dann wiederum der Adressat ihrer Politik ist und ihnen auf der anderen Seite auch die eigene Legitimität gibt, da sie sich als Volkesstimme inszenieren. Zum Populismus schreibt die französische Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe Folgendes. Dies ist notwendig, um eine politische Frontlinie zwischen uns und denen zu ziehen, wie sie für die Konstruktion eines Volkes unabdingbar ist. Zitat Ende. Aber das ist noch nicht alles, warum der Begriff Vogue so gut geeignet ist. Man sieht es sehr... Ja, aber wer macht das nicht? Die Grünen machen das ja auch so. Die Öffentlich-Rechtlichen machen das ja doch auch so. Da wird auch eine politische Frontlinie zwischen uns und denen gezogen. Ja. Und da wird halt nicht ein Volk konstruiert, sondern ich weiß auch nicht, was da konstruiert wird. Schafe oder so, ich weiß es auch nicht. Eine Schafsherde wird konstruiert, keine Ahnung. Gut, an den ganzen Debatten, die entbrannt sind. Unter dem Label Vogue werden beispielsweise Sprech- und Sprachverbote verhandelt. Verbranntes Fleisch. Es werden ange... Wenn ich euch einen Tipp geben darf, solche Würste, wie man sie hier sieht, gehören nicht auf den Grill, weil sie enthalten E251 Natriumnitrit, das bei der Erhitzung krebserregende Stoffe entwickeln kann. Und deswegen sollte es auf keinen Fall gebraten oder gegrillt werden. Jedes Mal, wenn die Temperatur über 200 geht, ist es problematisch. Das heißt, eher kochen. Ja. Aber überhaupt sollte man das hier nicht essen. Das ist einfach, also ich habe vollkommen aufgehört, solche Sachen zu essen. Ich habe früher solche Sachen gegessen. Ich esse das nicht mehr, weil im Endeffekt ist das einfach Fertignahrung. Im Endeffekt ist das einfach so zusammengepunchtes Reste einer Tierleiche, die einfach gepumpt werden, einfach in eine Haut. Das willst du nicht essen. Mit Salz und gepresster Abfall einfach. Das will man nicht essen, Alter. So Fleisch, das du als ganzes Stück isst. Ja, aber so Fertignahrung, Processed Food, auf keinen Fall. Ja. ...gecancelt. Und selbst die Freiheit, eine Currywurst zu essen, ist in Gefahr. All diese Themen haben gemein, dass sie Gefühle ansprechen. Und genau diese Emotionalisierung... Aber wie kommst du auf deine Proteine? Ja, muss Sperma schlucken. Ja, dann geht das. ...Themen klickt sich nicht nur gut bei Social Media, sondern ist auch eine Grundvoraussetzung für Politik. Die eben schon erwähnte Chantal Mouffe sieht darin sogar den Motor des politischen Handelns. Um politisch erfolgreich zu sein, muss man Themen so platzieren, dass sie... Ich sag das nur, weil du mich vorher gedisst hast, ja? Weil auf die Frage wurde vorher gestellt, wer ist dieser Schwurbler, der hier redet und der schreibt, der heißt Erwin, macht den Kanal schon eine Weile. Das hast du jetzt davon, das war jetzt die Retourkutsche. Fühle ansprechen. Du glaubst, ich habe dich nicht gesehen, ha? Das gilt insbesondere auf einer abstrakten Ebene. Auf der Ebene der Ideen. So schreibt Chantal Mouffe, Ideen werden wirkmächtig, wenn sie sich mit Affekten verbinden. Zitat Ende. Und genau um diese Ideen geht es. Und damit kommen wir zurück auf Björn Höcke. Dem geht es nämlich auch um Ideen. Naja, aber Ideen werden auch wirkmächtig, wenn sie sich mit Affekten verbinden, kannst du auch der Woken-Seite sagen, dass sie das auch macht. Das ist irgendwie so, ich mag das nicht. Verschwörung und Fakten trägt nicht dazu bei, dass die Welt eine bessere wird, sondern er spaltet auch nur in Lager, wo er dann sich entschieden hat, okay, ich werde das eine Lager bekämpfen. Aber, keine Ahnung, das bringt nichts, weil das andere Lager macht das auch. Jetzt alle Leute, die im anderen Lager sind, sagen, ja genau, die machen voll das, aber checken einfach nicht, dass sie selber das auch machen. Ja, so wie du das hier auch machst, actually. Genauer zu sein, geht es ihm um die Hegemonie von seinen Ideen. Er nimmt hier nämlich nicht umsonst Bezug auf Antonio Gramsci. Gramsci hat den Begriff der Hegemonie geprägt. Es bedeutet so viel wie Vorherrschaft. Damit ist die Vorherrschaft von Ideen, Erzählungen und Begriffen gemeint. Genau, der ganze Kapitalismus ist eine Hegemonie. Ja. Wir leben hier in einer kapitalistischen Hegemonie, die
uns Dinge einredet, die wir als Normalität empfinden oder die wir als Normalität sozusagen abgespeichert haben, die aber definitiv nicht die Normalität sind, sondern die auch anders gelebt werden könnten. Nee, also sie sind schon Realität, aber sie sind nicht so Pflicht, sage ich mal. Ja. Ihre Dimension von Vorherrschaft. Der Extremrechten geht es also unter anderem darum, mit Worten den Diskurs zu bestimmen. Das sagt Björn Höcke hier eindeutig. Und wer verkennt, dass es diesen Kampf von rechts gibt, eben auch über das Wort Vogue ausgetragen, der geht mit einem Messer zu einer Schießerei. Keine gute Idee. Aber wie geht man mit einem Messer zur Schießerei, wenn es die Gegenseite gibt, die genau das gleiche versucht durch Öffentlich-Rechtliche, durch Mainstream-Medien und diesen ganzen Scheiß? Das ist ja das Problem. Natürlich muss man das ernst nehmen und verstehen, was die Rechten machen, aber man sieht doch auch von der anderen Seite die Linksliberalen, was die machen. Die progressiven Kapitalisten, die tun doch das Gleiche. Ich möchte an dieser Stelle aber nicht missverstanden werden. Und sie tun es sogar noch viel stärker, weil ihre Hegemonie ist gerade an der Macht. Also die Hegemonie der Öffentlich-Rechtlichen und Privaten, die dem progressiv-kapitalistischen Mainstream angehören, plus diese ganze Bundeswehr, Vogue- und Wehrhaft-Geschichte und so weiter und so fort. Der Mainstream ist schon eine Hegemonie und sie sind nicht in den Händen dieser Leute. Diese Leute hätten sie gerne in ihre Hände gebracht, aber es ist schon in den Händen von anderen Leuten. Und die performen den Scheiß den ganzen Tag. Und zwar viel, viel heftiger als die hier. Aber darüber redest du nicht. Warum nicht? Ich werde immer diese Frage stellen, weil das ist die wichtige Frage, die man sich an dieser Stelle stellen muss. Es geht selbstredend nicht nur um Ideen. Weil was bringt es mir, wenn man einfach verhindert, dass ein Höcke die Menschen einfach ins Hirn fickt, wenn man einfach währenddessen erlaubt, dass der Status quo die Menschen weiter ins Hirn fickt? Das kann doch nicht die Lösung sein. Diese Ideen zeitigen dann eben auch Wirklichkeit. Aus dem Kampf um Worte wird ein ganz realer Kampf. Dazu Björn Höcke auf einer Pegida-Demo. Leider ein. Egal, worum es geht, ob es die Waffenlieferungen sind oder Gendern oder irgendwelche da Impfungen oder irgendwas. Es wird einfach in der Gesellschaft einfach ein Ding erzeugt, eine Stimmung, die dich dazu bringt, mitzumachen. Oder eben auf der anderen Seite nicht mitzumachen. Ja? Und für mich gehören beide Seiten zum gleichen Mechanismus, nämlich Teile und Herrsche. Ja? Und nur eine Seite dieses Teile und Herrsche zu kritisieren, bedeutet beim Teile und Herrsche mitzumachen. Ja? Ich habe das schon einmal gesagt, Verschwörung und Fakten dient eigentlich der anderen Klasse. Er dient eigentlich im Klassenkampf gegen uns der anderen Klasse, aber er gibt das halt nicht zu. Ich weiß nicht, ich glaube authentisch, dass er es nicht sieht, ja? Was ich sehr schade finde. So, er müsste ein bisschen klüger als das sein. Sehr schlechter Tonqualität. Schaut euch ins Gesicht. Sprecht miteinander. Hört euch zu. Nehmt euch wahr. Begegnet euch und glaubt mir, wenn es hart auf hart kommt, dann werden wir uns erkennen. Dann werden wir uns finden. Dann sind wir das, was wir immer waren, treu und deutsch und eine Gemeinschaft. Der rechte Kampf um Hegemonie bekommt dann ganz schnell eine materielle Ebene. Das Untergangsszenario ist dann wieder sehr anschlussfähig an Verschwörungstheoretiker im Allgemeinen und Reichsbürger und Prepper im Besonderen. Zum Beispiel dieses ganze Framing mit Verschwörungstheorien, wo jeder, der einfach abweicht vom kapitalistischen Mainstream-Narrativ, einfach ein Verschwörungstheoretiker ist, der sozusagen aus dem kapitalistischen Realismus ausbricht. Ja? Das ist doch auch Framing. Ja? Aber nicht nur das zeigt dieser Clip. Er zeigt auch, wie sehr Identität im Vordergrund steht. Und dass diese negativ konstituiert wird. Ja, und diese Identität, die im Vordergrund steht, bei dem Pseudorechten wie bei dem Pseudolinken. Ja? Im Höcke, die Anhänger von Höcke stehen genauso sehr auf Identität wie diese ganzen Pseudowoken da draußen, die auf Identität stehen. Nur die einen drücken ihre Identität in ihrer Sexualität aus, die anderen in ihrer Nationalität. Ja? Aber dass sie auf Identität irgendwie so den größten Wert legen, ist einfach eine Tatsache. Ja? Und das materielle Klassenkampf Ding wird überhaupt nicht angeschaut von beiden. Ja? Beide werden einfach extrem missbraucht, einfach vom Kapitalismus, aber sie sehen ihn nicht. Solange sie sich identifizieren können als Deutsch oder als sonst irgendwas, ist alles in Ordnung. Ist es aber nicht. Das ist ja der Punkt. Also durch Abgrenzung von... Diese ganzen Identifikationen und Identitäten sind nur dazu da, um davon abzulenken, dass sie gerade versklavt und missbraucht werden.
anderen, beispielsweise von Woken, habe ich ausgeführt. Bis dato habe ich meine Argumentation eher theoretisch geführt. Daher möchte ich sie jetzt noch empirisch unterfüttern. Zur Benutzung des Wortes Woke gibt es nämlich tatsächlich ganz spannende Daten. Ich beziehe mich hier auf die Studie Woke, ein Stigma-Wort zwischen Begriff und Chiffre, erschienen im Sprachreport 2023. In der Studie wurde die Frequenz des Wortes Woke je 1 Million Wörter in verschiedenen Zeitungen ausgewertet. Wir sehen hier die beiden äußerst rechten und verschwörungsnahen Publikationen PI News und Tichys Einblick sowie Welt Online und Zeit Online. Einerseits zeigt diese Statistik, dass es von 2019 bis 2021 einen deutlichen Anstieg bei der Tichys Einblick einfach Woke, so jedes dritte Wort ist einfach Woke einfach. Nutzung des das ist so wie bei den Schlümpfen, das Wort Schlumpfen einfach. Wortes Woke gab. Andererseits wird deutlich, dass die Nutzung bei Tichys Einblick und PI sehr viel höher war als in den traditionellen Medien. In der obersten Zeile der Statistik sind dann noch die User-Kommentare von PI News abgetragen. Auch hier eine extreme Entwicklung. Ja, mich würde auch interessieren, was mit den anderen Zeitungen ist, ja. Was ist, oder Medien, was ist mit ZDF, was ist mit ARD, was ist mit diesen ganzen, was ist mit denen passiert? Dass das Wort in extrem rechten und verschwörungsideologischen Kreisen eine gewisse Beliebtheit erfahren hat. Tichys Einblick ist insofern, wenn ich so Rechte sehe da draußen, Arbeiter, die einfach Tichys Einblick so feiern, ja, das sind Opfer. Das sind einfach Opfer. Anders kann ich das nicht nennen, weil Tichy ist einfach Teil, also Mitglied der Mont Pelerin Society. Und wenn du das als normale Arbeit abfeierst, dann keine Ahnung. Ja, das ist so, als würdest du als Schaf die Wolf Times abfeiern. Ja. Ist damit quantitativ bewiesen. Zudem beantwortet Tichy ist nicht konservativ. Tichy ist sehr, sehr kapitalistisch. Ja. Wie gesagt, Mont Pelerin Society Mitglied. Ja. Er ist keine Gefahr. Ich würde sagen, alles, was passiert, ist eine Folge der Mont Pelerin Society. Ich habe das oft genug erklärt. Wenn du die Verbindung nicht verstehst, denk nochmal drüber nach. Die Studie, auch die Frage nach der Funktion des Wortes. Die Autoren und Autorinnen schreiben, die Woken sind immer die anderen. Damit wird der von mir angesprochene Grenzziehungscharakter auch hier bestätigt. So kommt die Studie zu folgendem Fazit. Der Gebrauch der Chiffre Woke transportiert damit vieles von dem, was mit ihr kritisiert werden soll. Sie schreibt ihrem Benutzer bzw. ihrer Benutzerin eine privilegierte Einsicht gegenüber den weltfremden Woken zu. Durch den Sarkasmus stellt sie eine Überheblichkeit gegenüber dem politischen Gegner zur Schau. Richtig, genauso wie man auch das Wort Schwurbler verwendet. Ist einfach, Woke ist eigentlich das Gegenwort zu Schwurbler, könnte man sagen. Tat Ende. So stützt also auch diese empirische Auswertung die These, dass das Wort zumeist nicht neutral verwendet wird, sondern in politischen Auseinandersetzungen eine wesentliche Rolle spielt. Wie das dann in der Praxis Formen annimmt, sehen wir an diesem Vogel hier. So twitterte die AfD-Aristokratin Beatrix von Storch, die Bahn kann wirklich nur noch Woke. Grund für den Post war eine Verspätung. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Ja. Das ist natürlich absoluter Blödsinn, ja. Weil vor allem, wenn sie herkommt, auch übrigens Mitglied der Mont Pelerin Society, wenn sie einfach herkommt und sich darüber beschwert, dass auf dem ICE diese Regenbögen drauf sind, ja, und deswegen die Bahn zu spät ist und nicht es einfach mit der neoliberalen Politik von auch ihrer Mont Pelerin Society geht, dann verarscht sie einfach ihre Wähler eindeutig. Keine Ahnung, das ist einfach so, ich mache dir einfach die Dinge, damit ich davon profitiere, alles bricht zusammen und dann schiebe ich das einfach auf Regenbögen. Weißt du, das ist einfach komplette Verarsche, aber von oben bis unten. Ja. Aber es funktioniert, weil die Leute halt keinen fucking Plan von irgendwas haben. Ja. Was die Verspätung der Bahn mit Woke zu tun hat, natürlich überhaupt nichts. Es ist die pure Abgrenzung. Alles Schlechte ist Woke. Woher weißt du, dass von Storch und Tichy Mitglied in dieser Gesellschaft sind? Ja, kannst du nachlesen. Es gibt eine Liste der Mitglieder und du kannst es nachlesen. Woke reduziert sich hier auf einen Kampfbegriff. Wie das Wort dann in einer breiteren Also die Mont Pelerin Society, für alle, die es nicht wissen, ist eine Gesellschaft, praktisch die gesamte Politik des Westens bestimmt seit 40 Jahren. Ist ein Konglomerat aus kapitalistischen Thinktanks.
die verantwortlich sind und in allen möglichen Parteien sitzen und in allen möglichen Beraterstäben sitzen, die sehr wichtige Gesetze für die Länder schreiben, die Reformen durchführen. Agenda 2010 kommt von ihnen. Von ihnen kommen die ganzen Umwälzungen von Reagan und Margaret Thatcher, die es gegeben hat in Amerika. Das heißt, alles, was gerade Status quo ist im Westen, alles, was Status quo ist im Westen, ist im Endeffekt ein Ergebnis der Montparnasse Society. Die Schuldenbremse ist auch eine Erfindung der Montparnasse Society, genau. Und sie gehört zu dieser Montparnasse Society, die sozusagen diesen Status quo verursacht hat. Der Finanzberater Lars Feld ist auch Montparnasse Society, genau. Der Berater vom Lindner halt. Ne? Ja klar, die sind alle in der Montparnasse Society. Und die Montparnasse Society ist in der amerikanischen Regierung, in der deutschen Regierung, ist in allen Regierungen drinnen. Ja. Und wie gesagt, noch einmal, die Opposition, wie Tichy und Beatrix von Storch, gehören zur gleichen Vereinigung. Ja, sind einfach Teil der gleichen Vereinigung. Und diese Leute erzählen dir hier irgendetwas von so, ja, die Bank kann nur noch woke, alles ist im Arsch. Ja, wer hat das verursacht, außer deine Society? Die hat das doch alles verursacht, was da ist. Ist ja ganz klar. Und das übersehen sehr viele. Erzählung wirkt, sehen wir anhand dieses Bundes. Wer in der amerikanischen Regierung die ganzen Beraterstäbe zum Beispiel. Dort hast du ja zum Beispiel die Heritage Foundation. Kannst mal da nachschauen, weil die Heritage Foundation ist ein Arm der Montparnasse Society, ja. Die Montparnasse Society an sich ist ja nicht aktiv als Montparnasse Society, sondern die ganzen Thinktanks, die sie hat, wie zum Beispiel die Hayek-Gesellschaft hier bei uns und viele andere. Atlas Foundation kennt ihr auch, ihr kennt sicher auch das Cato-Institut, ihr kennt auch ganz sicher die Heritage Foundation eben, und die Heritage Foundation ist dabei. Charles Koch ist auch Teil davon, wundert mich nicht. Ja, so sehr, sehr viele Leute auf dieser Welt sind einfach Teil von der Montparnasse Society. Ja. Naumann Stiftung, Hayek Gesellschaft, ja genau, der Institut, neue soziale Marktwirtschaft und so weiter und so fort. Ja, ja. Und die sind einfach, die haben sehr viel Einfluss auf alle möglichen Regierungen dieser Welt. Check das mal ab, die Anstalt hat eine gute Folge gemacht, und check das uns ab, informiert euch. Die Montparnasse Society hat die Welt quasi, ihre Ideen haben die Welt beherrscht die letzten 40 Jahre. Alles, was wir heute haben, kommt von ihnen. Alles. Tagsbeitrag ist der AfD. Aber auch unser Denken und Sprechen soll dekolonialisiert werden. Die historische Mohrenstraße. Das stimmt, ich kann dazu das Buch Die offenen Feinde und ihre Gesellschaft empfehlen. Ja. Wird gecancelt, Indianer dürfen in Schlagern nicht mehr vorkommen, Feste und Traditionen werden umbenannt oder abgeschafft, weil sie Andersgläubige stören könnten. Und wer sich dagegen wehrt, der wird von den woken Tugendwächtern umgehend als Rassist diffamiert. Ja, hier wird eindeutig sozusagen von Kapitalisten einfach das Wort woke als Kampfbegriff verwendet, um von den Kapitalisten abzulenken. Ja, ganz klar. Diese neuen Jakobiner sind die wahren Hetzer und Spalter der Gesellschaft und die Totengräber der Kultur. Und diese Bundesregierung ist nicht frei davon, meine Damen und Herren. So klingen bei der AfD dann die erzählerischen Versatzstücke, die mit Vogue in Verbindung gebracht werden. Dieses Beispiel zeigt auch sehr schön, wie mit Gefühlen gespielt wird, wie auf Empörung abgezielt wird. So wird die ganze Erzählung wirkmächtig. Und eben das kann man auch auf die verschwörungstheoretische Szene übertragen. Der Vogue-Diskurs erweitert die Erzählungen und lässt sich gut gegen die Eliten in Stellung bringen. Es hat sogar zu einer regelrechten Vogue-Verschwörungstheorie geführt, die wir uns dann auch mal ansehen werden. Das muss ich mir unbedingt anschauen, hä? Und damit kommen wir zum Fazit. Vogue ist also ein rechter Kampf. Was, jetzt schon Fazit? Ey, komm. Es gab auf Apolut, gab es einen Kommentar über Wokeness, und der war richtig, richtig gut, weil da ging es darum, eben, ich habe ihn mal vorgespielt hier sogar, da ging es eben darum, dass man tatsächlich, also Wokeness verwendet, um Klassenkampf aufzuhalten. Das war wirklich buchstäblich so der Tenor dieses ganzen Dings, dass man gesagt hat, Klassenkampf wird verhindert, man kann sich gegen den Kapitalismus nicht wehren, weil Wokeness die Linke spaltet und schwächt. Also fand ich sehr interessant. In Stellung bringen. Es hat sogar zu einer regelrechten Vogue-Verschwörungstheorie geführt, die wir uns dann auch mal ansehen werden.
Und dann. Ach so, und genau das, was ich sagen wollte noch zu dieser ganzen Geschichte mit Tichy Seinblick und Co. Wie gesagt, wenn man darauf reinfällt, dass das einfach nur konservative, das, Damit kommen wir zum Fazit. Vogue ist also ein rechter Kampfbegriff mit einer klaren Funktion und Erzählung. Falsch. Vogue ist ein Begriff, der mittlerweile einen Zustand in der Gesellschaft beschreibt und diesen Begriff, der das beschreibt, der wird von Rechten verwendet. Die Rechten haben sich diesen Begriff angeeignet. Das heißt aber nicht, dass dieser Begriff ihnen gehört. Und das heißt nicht, dass man nicht, wenn man nicht rechts ist, auch diesen Begriff verwenden kann. Weil das, was damit ausgedrückt wird, sprich eben zum Beispiel diese ganze Geschichte mit Cancel Culture, diese ganze Geschichte mit Sprechverboten, diese ganze Geschichte mit wirklich so, wo man Leute jagt, die anderer Meinung sind. Vielen Dank für die interessanten Denkanstöße. Sehr gerne. Genau, Vogue ist nicht einfach nur ein Begriff, den die Rechten verwenden und so, sondern er beschreibt etwas. Man muss es nicht Vogue nennen, man könnte auch jeden anderen Begriff dafür verwenden. Aber es gibt ein Problem in dieser Gesellschaft, der mit Vogue beschrieben wird. Ja? Diese ganze Verfolgung von Andersdenkenden, diese ganze Unterdrückung anderer Meinungen und so. Und klar, natürlich, selbstverständlich muss man das irgendwie bezeichnen. Ja? Aber das nur runter zu reduzieren auf, das ist ein Propagandabegriff der Rechten, blendet halt einfach aus, dass das Ding auch eine reale Bedeutung hat und dass es auch eine reale Berechtigung hat. Das ist das scheiß Problem an der ganzen Nummer. Davon ist unbenommen, dass das Wort in anderen Kontexten auch eine andere Bedeutung tragen kann. Das gilt im Prinzip für alle Kampfbegriffe. Man sollte dann nur nicht den Fehler machen, zu meinen, dass man das Wort fernab des Hauptdiskurses verwenden kann. Als Sprecherinnen und Sprecher können wir uns diesen hegemonialen Diskursstrang vorstellen wie einen Fluss, auf dem wir mit unserem Floß rumschippern. Mein Floß verändert nicht den Lauf des Flusses. Diese Vorstellung ist so naiv wie überheblich. Wir alle sind rückgebunden an sprachliche Bedeutungen, die wir als Einzelne im Allgemeinen nicht beeinflussen können. Wer das Wort Vogue benutzt, sollte sich dieses Umstandes gewahr sein. Im Zweifel verändert er nicht den Diskurs, sondern unterstützt bewusst oder unbewusst den Diskurs der Rechten und Rechtsextremen. Und da gibt es wirklich lohnenswertere Sachen zu unterstützen. Beispielsweise. Ja, ich würde sagen, das ist viel zu kurz gedacht, das ist viel zu einfach. Ja, viel zu einfach. Der Punkt ist, du merkst ja gar nicht, dass dieses Verhalten von Seiten der Woken, oder nennen sie wie du willst, dass ihr Verhalten eigentlich in Wirklichkeit die ganzen Höckes und diese ganzen Leute stärkt. Ja? Weil diese Kritik, die sie dann haben an Woken, holt ja extrem viele Leute zu ihnen. Hört auf, einfach euch so zu benehmen da draußen, dann werden die Rechten keine Chance haben. Aber du kannst nicht die Rechten da so, ja, die verwenden Begriffe wie Vogue, aber wir werden uns jetzt einfach weiter so benehmen, wie wir uns bisher benommen. Ja, dann werden sie ein anderes Wort erfinden. Es kommt nicht auf die Worte an, sondern einfach auf die materiellen Bedingungen, die da draußen herrschen. Und ihr tut es nichts Gutes dafür. It's just saying. Also muss man sich schon überlegen. Ich finde Vogue super als Wort, ja, finde ich auch gut. Pseudo-Vogue gefällt mir besser, weil es ja nicht wirklich das Vogue, ja. Man muss die Leute erreichen, die mit Wokeness ein Problem haben. So ist es, Bruder. Genau das.